Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Search, Teil 2. Hier wären wir auch hingekommen, wenn wir den Boss einfach umgehen wollen, aber ich meine, so eine Quest macht man mit. Lässt man einfach liegen. Der Boss wird mir auf jeden Fall noch Probleme bereiten. Alle Lines suspended, okay. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg hier durch die Innenstadt und haben... Ah, dafür war die also da. Die hatten wir ja schon gefunden. Oh mein Gott, 25.000 Scrap. Ich habe über 100 Tech-Scrap, mit dem ich rumlaufe, ne? Über 100. Ich will jetzt nochmal nachgucken. Das Achievement nicht. Ich krieg das Achievement nicht. Muss hier direkt gewesen sein. Bla 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 bla. Wo hab ich jetzt doch bekommen, endlich? Ah, carry 100.000 Tech Scrap. Ah, das war das im Can't Trust the Bank. Das ist falsch. Ich muss dafür wahrscheinlich wirklich den Boss besiegen, damit das passiert. Mit den 100.000 Tech Scrap. Okay, aber ich habe es gerade erhalten. Das ist schon mal schön. Das heißt aber, ich könnte jetzt einfach leveln damit, ne? Und why not? Oder upgraden. Oh ja, wir können Beine upgraden. Und den Kopf. Gönn dir. Gönn dir und gönn dir. Genau passend. So gehört das. Alles auf MK7. Nice. Ja, die sind auf jeden Fall gut. Ich weiß gar nicht, welche Rüstung ich machen muss. Ich habe gerade gesehen, dass es ein Achievement gibt dafür, dass ich die Kraken-DLC-Waffen oder Rüstung oder so ein Blödsinn schmieden muss. Don't care for that. Aber okay. Und den Rest können wir wieder einlagern. Passt schon. Ich brauche eh keine Leistung mehr. Ich mache das nur, weil es mir hier Stats gibt. Sonst würde ich es nicht machen. Du. Und that's it. Und jetzt müsste ich wieder da oben anfangen, weil es wieder ungerade ist. Okay, passt. Mehr Gesundheit, mehr Ausdauer, mehr Effizienz, mehr geil. Die Frage ist, muss ich jetzt hier in den Untergrund? Ja, anscheinend, ne? Läuft. Waren das nicht mit 100.000 bei einem Boss? Nein, eigentlich nicht. Bei diesem Don't Trust the Bank steht 100.000. Du musst einfach nur 100.000 haben, da steht nichts von einem Boss. Das hat mich nämlich verwirrt, aber anscheinend war es der Boss, den man besiegen musste dabei. Das habe ich gerade geschafft. Sehr strange. Neo hat das übrigens gefragt für die Leute im YouTube. Übrigens, wenn ihr auch dabei sein wollt bei einer Aufnahme, dann einfach... Da steht einer. Dann einfach auf meinem Discord joinen. Auf meinem Twitter-Account ist da eine Open Invitation für alle. Kann man gerne tun. Ja, stimmt. Nach dem Ende der Quarantäne wird der Betrieb wieder aufgenommen, okay. Stimmt. Und ich komme mit dem Boot zu dem Flugzeugträger, hieß es. Hier waren wir ja schon. Na gut, ist jetzt nicht so wild, ne? Hier ist auch nichts Neues. Das Neue ist wahrscheinlich, dass man jetzt hier durchkommt. Track 13, out of order. Nee, sieht auch nicht so aus, als wäre das hier neu. Okay, man kann schwer nur um die Ecke schauen. Nee, ist definitiv nicht neu, weil ich habe die Kiste geplündert. Ah, was neu ist, ist this. Mixe kann hier hoch und Mixe kriegt eine neue Dings. Cool. Oh Gott, jetzt sind wir schon wieder hier. Projekt Utopia ist gescheitert. Vermächtnis. Unsere Zukunft liegt in Trümmern, noch bevor sie beginnen konnte. Jeans, Dr. Barrett, der Drecksack, kann nicht sterben. Es muss noch einen anderen Weg geben. Hier sein. Einen besseren Weg. Ich habe tausende von Naniten Extrembedingungen ausgesetzt. Doch bislang haben sie durchgehalten. Nein, sogar mehr als das. Sie sind förmlich aufgeblüht. Schon bald werden wir uns ihre Kräfte zunutze machen können. Okay, na yay. Dr. Barrels Experimente waren ja die besten überhaupt, ne? Gar nicht unethisch oder so. Immer eine neue Medbay, das ist nice. Nicht, dass ich sie jetzt brauche, weil ich gerade in einer war. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch gewartet. Und das jetzt schnell gemacht. Aber macht ja eh keinen Unterschied, wirklich. Und die 123 Scrap, die ich jetzt noch gesammelt habe, sind jetzt auch nicht wirklich, die den Kohl fett machen. So viel Nano-Crap jetzt hier durch die Gegend. Ja, ich mache schnell wieder heller. Game, danke. Ich darf nicht, wenn ich auf der Dings bin.
Da unten. Dich kennen wir aber. Lithium-Polymerzellen. Verringert die Geschwindigkeit, mit der sich die Energiebalken leeren und verlängert die Lebensdauer eines Akkus. Ja, okay. Schön, brauche ich aber nicht. Moment, habe ich irgendwie Implantatslot frei? Nee, erst wieder bei 80. Das ist alles, wofür ich nur die Kernleistung brauche, um die letzten zwei Slots freizuschalten. Sonst? Und selbst dann habe ich nicht wirklich was, was da rein müsste. Das sind so ein paar Sachen, die ganz nett sind. Weniger nett. Nee, also ganz ehrlich, das ist Shit. Da wären die Bosse nur ekliger. Aber ich meine, theoretisch sowas. Das wäre nett. Bessere Verteidigung. Ja. Das schließt aber immer noch, oder beziehungsweise setzt immer noch voraus, dass man ordentlich blocken muss. Und wenn ich ordentlich blocke, kriege ich eh keinen Schaden oder halt nur super wenig. Oh, du da hinten siehst aber eklig aus. Oh, du bist auch ein Arsch hier. Ah. Seit wann? Und ich kann von dir nichts anvisieren. Okay. Jetzt sind wir zu Dark Souls-y geworden. Zu Dark Souls 3, dankeschön. Kann man, dass ich den einfach wegschnaggeln durfte, ne? Aua. Okay, ein bisschen aktiver werden hier. Au! Alter! Der zieht! Nano-Prototyp 1 von 3. Oh joy! Ich werde jetzt eine Waffe mitnehmen können, ne? Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. I mean, just saying. Habe ich auch mal was vom Körper? Gar nichts. Ich meine, Körper habe ich an sich schon. Versuche mal seine Waffe mitzunehmen, die ist nämlich auch verseucht. Das finde ich gut. Ich mag die verseuchten Waffen ganz gerne. Hallo? Willst du bitte mit mir spielen? Au. Damn, that hurt. Alter, hat der eine Reichweite mit seinem Mist, ne? Aber die will ich auf jeden Fall haben, die Waffe. Okay, dann. Die sind verdammt gefährlich. Aber die infizierte Strafe des Funken ist ganz nice. Macht aber auch nicht so viel Damage. Ich bin sehr froh, dass ich noch eine Feuerwaffe aufgerüstet habe. Das ist hier umso nützlicher gerade. Ich könnte da hinten weiter. Ich dachte echt, das wäre dieser Doktor, mit dem wir schon mal geredet haben, der hier stand. Ich bin Kyle Baxter. Sie kennen mich vielleicht schon von Filmen wie Iron Mouse, Iron Mouse 2 oder auch meinem neuesten Hit, Iron Mouse 8. Wussten Sie, dass ich die Abhängigkeit von Iron Mouse, Iron Mouse 2 und dem neuesten Iron Mouse 8? Diese Droge sucht das ganze Land für eine Epidemie an. Blue Sparkle hat bereits unzählige Leben ruiniert. Ich mache mir große Sorgen wegen ihrer Auswirkungen auf unsere Bevölkerung. Auch Sie können uns in unserem Kampf unterstützen und als Mitglied der Creo Anti-Drogen-Stiftung dabei helfen, Blue Sparkle von den Straßen zu verbannen. Nicht vergessen, keine Macht in Drogen. Genau, keine Macht in Drogen. Sehr gut. Gute Message. Das hier ist doch Warrens Versteck, oder nicht? Ich meine, ja, ich will dahin. Moin, Warren. Hallo. Bin froh, dass du es geschafft hast. Ich kam gerade von der AID-Basis zurück, als alles zum Teufel ging. Ich war mir sicher, dass dich das Glück diesmal im Stich gelassen hat. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich muss sofort raus aus dieser Stadt. Die Welt muss erfahren, was diese Leute verbrochen haben. Was ist los in der Stadt? Offenbar hat die Explosion in der AID-Basis einen richtigen Nanitensturm entfesselt. Die sind überall. Ständig wandeln die Materie um. Und es gibt keinen Notausschalter. Genau so hat sie Dr. Barrett ja auch designt. Der Drecksack. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie kommunizieren. Miteinander oder mit irgendjemandem oder irgendetwas. Ja, mit Athena. Die Stadt verlassen, ist dir die Mauer aufgefallen? Ja. Jede Mauer ist eine Tür.
Bei meinen Streifzügen im Untergrund habe ich herausgefunden, wie ich die U-Bahn an der Capital Station wieder in Betrieb nehmen kann. Aber der ganze Tunnel ist voller Naniten. Ich muss da durch und dazu brauche ich eine dieser Impulseinheiten. Wenn ich eine Impulsspule hätte, könnten wir mit einem Zug aus dieser gottverlassenen Stadt abhauen. Ist das das Endgame? Wo finde ich so eine? Also, ich habe gesehen, wie ein paar Typen Impulsausrüstung ins Gefängnis geschafft haben, aus dem du kürzlich ausgebrochen bist. Aber ich muss mich immer noch ein wenig mit den Aktivierungscodes befassen, die den Zug wieder in Gang setzen. Du könntest mir eine Menge Zeit sparen, wenn du in der Zwischenzeit nach einer Impulsspule Ausschau halten könntest. Selbst Iron Mouse will mir helfen. Wir müssen das unbedingt schaffen. Die Welt muss davon erfahren. Okay. Scheint so, als würden wir auf die... Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat, sorry. Ich wollte eigentlich nur hier dran. Ich dachte nicht, dass er noch weiter quatscht. Wenn ich das Gespräch beendet habe. Da hinten geht's lang, aber warum will ich da lang... Oh Mann, so ein Scheiß. Es gibt wieder so viel Mist, wo ich lang gehen kann, ne? Genauso könnte ich theoretisch hier lang gehen. Und komme nach Downtown, wo es eben auch nicht weiter ging. Und da will ich auch weiter erforschen. God damn it. Ich gehe jetzt erst nochmal da hoch. Neo, du hast doch auch gespielt. Sag mir mal, in welche Richtung ich muss. Und in welche ich nicht muss, vor allem, damit ich die zuerst nutzen kann. Den Weg. Es tut mir leid, wenn es hier echt dunkel ist. Für mich ist es auch ziemlich dunkel. Wenn ihr unbedingt möchtet, kann ich es aufhellen, aber generell finde ich das hier ganz atmosphärisch. Auch wenn es wirklich schwer ist, was zu sehen. Es tut mir leid. Eine Tür. Da soll man durch. Haha, ist denn noch so ein Freund? Mr. Che. Dein Bein ist relativ einfach angreifbar. Ich würde gerne wissen, was ich bekomme, oder ob ich was bekomme, wenn ich die Dings kaputt mache von dir, den Arm. Aua. Die sind halt echt Schweine, ne? Ah, what the hell, ey. Diese Nano-Scheiße manchmal. What the hell? And I'm dead. I hate this game. Du musst nach Norden, wenn du noch nicht die Seile rauffahren kannst. Ich kann die doch schon rauffahren. Das hast du gerade gesehen, Neo. Scheiße. Wir waren schon beim Doc und haben das, der hat das Gehirn untersucht und so ein bla. Der Typ ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr da. Doch, der ist wieder da. Fuck, ich krieg nur von dem nichts mehr. Okay. Dann zum Kraftwerk. Ja, aber in welche Richtung geht's da hin? Und ich will die auf gar keinen Fall nehmen, diese Richtung. Von dir habe ich deinen Scheiß schon. Au. Oh, es ist so dreckig. Du kannst einfach nicht... ordentlich kämpfen hier. Ja, guck mal, ich kann's nicht einschätzen. Scheiße. Es ist super eklig, das einzuschätzen. Ich meine, ich kann auch ausweichen. I know, aber ich will nicht ausweichen. Ich will den Typen wegfetzen. Da hinten... Ich will hier wieder lang. Ich will nicht nochmal zu Warren gerade, ich will hier den Typen weghauen. Aua. Was die auch aushalten, ne? Ich meine Stufe 9 und so, ist klar. Ja, okay, ich glaube, ich krieg nicht wirklich was von ihnen. Der finstere Geburtsort. Anti-Nano-Prototyp. 2 von 3. Oh, mit dem Prototyp komme ich wahrscheinlich hier durch. Das könnte ich mir vorstellen. Okay, interesting. Der finstere Geburtsort. Bei der Polizeistation. Da geht's zum Kraftwerk? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber das heißt, wenn ich nicht zur Polizeistation gehe, bin ich per se richtig, indem ich einfach nicht weiterkomme, sondern nur optionales erforsche. Das ist gut. Und hier geht's nicht weiter. Das finde ich sehr traurig. Finsterer Geburtsort.
sehr nervig. Gegen die Typen muss doch echt ein Kraut gewachsen sein, ne? Stufe 9 und so, aber hallo? Die halten ja echt was aus. Schrotthaufen. Wenn euch das verwirrend vorkommt mit dem Rumgejumpe hier, so schlimm ist es eigentlich nicht. Es geht. Okay. Sind wir echt wieder hier? Da unten ist ein Audiolog, ich sehe es. Ich meine, im Untergrund habe ich ja schon mein Graffiti gemacht. Offenbar sind Naniten sogar noch anpassungsfähiger, als ich je gedacht hätte. Es sind wunderschöne Geschöpfe. Manchmal fühle ich mich ihrer Gegenwart gar nicht würdig. Aber Dr. Barrett ist der Einzige, der das versteht. Er wird uns in die Zukunft führen. Die anderen, die werden schon sehen. Die meinen, ich sei durchgedreht, hätte meinen Verstand verloren. Mein Weltbild, mein gesamter Wesenszustand ist für die wie eine Beleidigung. Fun. Nur um sicher zu gehen, aber ich glaube, wir haben hier schon. Und ja, Barrett, du bist eine Beleidigung für alle. Dein gesamter Wesenszug. Aha, oh oh. Hallo. Guten Tag, mein Freund. Schön, dass wir mal miteinander Bekanntschaft machen. Stufe 6, really? Au. Ich fass es einfach nicht. Die telegrafieren ihre Schläge so mies. Oh. Jackknife hatte ich nicht. Ha, guck das an. Neue Waffe. Und moin. Okay, wir sind jetzt wieder damit voll. Okay. Mal gucken, ob irgendjemand mein Zeug findet. 5000 Scraps sind nicht viel, aber das ist etwas. Darunter will ich jetzt gar nicht. Dann gehen wir doch Richtung Warren. Oh. Schau mal. Mädchen hat für uns ein Signal hinterlassen, aber ich komme da ja nicht hoch. Wie soll ich denn da hinkommen? Und beim dunklen Geburtsort ging es nicht weiter, ist das Traurige. Hm. Ja, ich denke, wir müssen erstmal zu Warren und da weitermachen. Schade. Weil. Hey, da komme ich nicht hin. Kann ich da hinspringen? Neo, weißt du das? Darum ist es schön, wenn ihr dabei seid gerade. Mal ein bisschen Feedback. Ich will keinen Arm. Ich will keinen Nanitenarm. Ich will die Waffe lieber. Au. Ey, der hat so viele Schläge auch noch. Packst du nicht? Oh Gott, da hat er meinen Block gebrochen, der Sack. Ja, und darum habe ich gerne die Möglichkeit, ihre Schlagfolge zu brechen. Ich meine, habe ich schon oft genug gesagt, ne? Okay. Es ist so effing dark. Den hast du gedacht, mein Freund. Also so einfach bin ich auch nicht zu besiegen. Okay, dann. Ich meine, wenn ich einen MK7 Arm und eine Waffe bekomme, bin ich glücklich. Aber nur eins von beidem, dann nehme ich lieber die Waffe. Ist das das Utopia-Symbol oder was? So, und bevor ich jetzt da unten weitergehe, wo ich denke, dass ich sogar lang muss, weil der mir gesagt hat, ich soll jetzt so Dings. Ja, du denkst schon, dass man hinspringen kann, really? Hm. Da muss ich ja doch nochmal zurück, dammit. Aber es sah nicht so aus, als könnte man da hinspringen. Da war überall Geländer. Nur bei dem Aufzug nicht. Meinst du echt, man kann da hinspringen? Und dann bin ich auf jeden Fall tot. Ronin Squad, sammeln! Wir rächen General Shields! Dreht jeden Stein um. Das hier ist Schicksal! Okay, Ronin Squad? Guten Tag, mein Freund. Schön, dass du hier bist. Mit dir wollte ich auch nicht spielen, denn du bist Stufe 8 und du bist scheiße. Okay.
Infizierter Taser. Oh Gott, hier gibt es immer mehr. Nice. Aber eine blöde Waffe. So needed. Ich mag die Waffengattung immer noch nicht. Schön, dass der Typ hier nicht mehr ist. Ronin Squad ist jetzt hier rum. Ah. Keine Infektion erkannt. Warum auch immer du da oben bist. Ich will da eigentlich auch nicht weitergehen, ne? Aber es ist einfach, es gibt so viel zu sehen gerade und ich will alles sehen. Nee, ich gehe hier nicht weiter. Überall Nanitenseuche, schaut es euch an. Aber ich dachte, du hättest das Spiel schon durch. Nee, wann denn? Ich komme ja nicht zum Aufnehmen, ist das Problem. Ob du spielst nebenbei, war's okay. Ich sag dir Bescheid, ich gehe jetzt gerade nochmal dahin. Gucken wir ganz kurz nochmal, Leute, und dann machen wir weiter. Und wahrscheinlich da bei Warren hier. Hier runter. Okay. Ach Gott, der Chef. Schön, dass du jetzt hier bist, mein Freund. Ja, Damage tanken, wurscht. Auf den richtigen. Oh, Rachefeind auch noch. Okay. Den will ich einfach nur killen, weil er mir Zeug gibt. Danke. Aistra in Frieden ruhen, okay. Material in Empfang, na dankeschön. Wow, ganz schön viel Textscript. Okay, oder? Es waren keine 17.000 Textscript, die ich da bekommen habe. Ach, das Vieh schon wieder. Ja, dich muss ich auch nochmal erledigen, fürchte ich. Der hat das einfach durch die Mauer durch. Au, oh, es ist so dreckig. Ich will mir auf jeden Fall die Waffe weghauen. Aber noch besser nicht. Oh, du bist der Typ, von dem ich eben meinte, ne? Okay, du lebst noch, das ist gut. Okay, da gönnen wir uns noch die Aufladung. Sehr schön animiert alles. Also ich liebe die Animationen in The Search. Die sind echt klasse. Ja, hier. Komme ich da wirklich hin, Neo? Was sagst du? Ich glaube nicht, dass ich von hier dahin springen kann, weil das Geländer. Wenn das hier nicht wäre, würde ich hinspringen können. Aber ich kann hier nicht so um die Ecke springen. Das geht nicht. Ah? Dorthin? Ja? Nein? Maybe? Nein. Okay, dachte ich mir. Danke. Dann. Ja, aber hier ging es halt auch nicht weiter, was ich sehr traurig finde. Ah, da muss ich durch die Wand. Okay, ja, die Wand habe ich vergessen. Passt alles. Pasch, pasch. Okay, dann gehen wir bei Warren da unten weiter. Denn das ist der einzige Ort, der mir jetzt noch einfällt, wo es weitergehen könnte. Abgesehen davon, dass ich durch Downtown renne, wie blöd. Was wir natürlich auch machen könnten. Not this time. So, Warren, wir machen mal deinen Crap. Da links war was. Oder da links ist was. Okay, da links ist was. Ich nehme deinen Kopf. Ja, das ist eh keine ordentliche Rüstung. So ein Funkentypi, ne? Stufe 3? Wie könnt ihr überhaupt noch existieren in dieser Stadt? Habt euch mal umgeguckt, wie es hier ausschaut? Mit Stufe 3 überlebst du nicht lang. Automatischer Heilungsdynamo. Wird ein Akku gefüllt, erhöht sich Energiegewinn und etwas Gesundheit wird wiederhergestellt. Das ist allerdings ganz nett. Ich meine 20 Gesundheit, ganz ehrlich. Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht? Der gehört geschlagen. 20 Gesundheit ist gar nichts. Ich meine, dass sich der Energiegewinn erhöht, ist nice. Und für übrige Punkte und schöner Leuchten würde ich den wahrscheinlich sogar reinpacken. Mal gucken. Wir haben Gefängniseinbruch. Ja, hier geht's um Gefängnis. Wir sind raus aus diesem gottverdammten Knast. Aber was ist mit dem Direktor? Was ist mit dem Direktor? Der wird uns doch hier unten niemals finden. Ja, endlich frei. Andererseits frei und jetzt? Wir sind immer noch in Jericho City gefangen. Der Abwasserkanal zum Hafen. Die Welt geht vor die Hunde. Wir kommen hier niemals raus. Ja, komm, noch ein bisschen Nano-Schieß. Ah, du hast was am Bein? Ah, ich hätte ja an deinem Bein gehabt. Oh
okay. Passt schon. Oh, hier sind ja noch mehr. Guten Tag, Freunde. Was zur Hölle bist du denn? Eure Materialien. Ihr habt oh mein Gott! Funken empfangen, die euch noch stärker machen. Euch mit geläutertem Metall und leuchtender Elektrizität segnen. Und dem grenzenlosen Willen zur Transzendenz. Ihr seid die Fakultät. Entleitender Elektrostrahl. Achso, das ist wieder so ein. Okay. Interesting. Und ihr müsst guten alle Morgen. Ungläubigen und Spark Galvanizer. Wie habt ihr Holotech? Denn jeder das ist voll unfair. Sehen, dass diese Welt dringend gerettet schmieren werden. Könnt ihr auch. Die niederen Gelüste des Fleisches beherrschen die Gedanken der Ungläubigen. Doch das nicht nur die Ungläubigen. Schwach. Oh. Social Credits. Wer den Jericho Underground Transport ja, das ist wieder so einer, der platzt. Sich ungebührlich benimmt oder in der Öffentlichkeit raus, verliert mit sofortiger Wirkung seine Arbeitserlaubnis. Jegliches Fehlverhalten wird in ihrer persönlichen Sozialpunktakte festgehalten. Um negative Einträge zu vermeiden, folgen Sie bitte allen Aua. Relevanten Vorschriften und melden Sie jegliche Verstöße und komm schon. Er hat so ein blödes. Du hast nur so eine Millisekunde Zeit zu reagieren. Auf seinen blöden Scheiß, ne? Ich will deine Waffe haben. Jetzt hab ich ihn. Komm schon, gib mir was Schönes. Anti-Nano-Prototyp 3, jo. Ich krieg echt nichts für deine Waffe. Doch, lebender Kiefer. Hahaha, ich dachte es mir doch. Ja, der Gary weiß Bescheid. Zweihändig. Das ist wirklich ein Kiefer. Guck mal, das Ding beißt. Okay, das müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Wirklich, nichts special. Ich hatte das Vieh schnappt nach denen. Oh. Das macht mich traurig. Aber okay. Dafür ist sie MK8. Weil diese MK8-Scheiße ist voll unfair und das bei Waffen, die keinen Sinn haben. Das sind einfach scheiße. Selbst die ist nur MK6. Pff. Voll gemein. Was wollte ich haben? Na, die da. Okay. Da geht's weiter runter. Hier geht's auch noch runter. Na, moin. Social Credits ist so ein bisschen wie in China, ne? Kennt man ja. Noch mehr Nanowand. Ich stehe kurz vor einem Durchbruch. Wir haben einen Weg gefunden, Mensch und Maschine endlich zu einer herrlichen Einheit zu verschmelzen. Oh je. Hat mich eine Ewigkeit gekostet, zu diesem Ergebnis zu kommen. Doch da jetzt, auch wieder jetzt kann ich es ganz deutlich sehen. Was habe ich nur getan? Was für eine Geißel habe ich da entfesselt? Nein. Hat lange gedauert. Das war ja gar nicht ich. Das war Barretts Plan. Er wollte das. Er hat mich darum gebeten. Ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Kiste. Ich muss mich ändern. Ich kann alle retten, wenn ich denn lange genug überlebe, um für meine Sünden zu büßen. Ich werde sie zur Drohnenabschuss-Akku-Konverter. Du gewinnst Energie, wenn du einen Feind per Drohne tötest. Bringen, eine nach dem anderen. Ich okay. bin hat er doch der Verstand Einzige, gefunden. Der all dem ein Ende machen kann. Das sieht ja auch schön aus. Da liegen die Toten auf dem Boden. Ja, wie? Muss ich jetzt hier lang? Join the Spark. Monsters aren't real, humans are. Nach Port Nixon. Okay, hier geht's zum Kraftwerk. Da will ich noch nicht hin. Dann gehe ich lieber erstmal für Warren in die Polizeizentrale. Im Kraftfeld. Im Kraftwerk wollte ja auch Iron Mouse auf uns warten. Mr. Barrett. Ne, Mr. Baxton hieß er, ne? Baxton. Barrett war der andere. Dr. Barrett. Hallo? Ah, hier. Na genau, gehen wir erstmal ins Gefängnis. Cool, dass hier alles so im Untergrund vernetzt ist. Ein bisschen unsicher, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn das Gefängnis eine Tür in den Untergrund hat. Hallo? Hat da jemand mal drüber nachgedacht, über die Baupläne? Dass das Bullshit ist? Ich meine, das würde aber jeder sagen können, oder? Oh Mann. Was ich cool fände, ist, wenn ich 4 Akkus speichern könnte. Ich hätte gerne so ein Implantat noch.
plus zwei Akkus oder so speichern. Okay, wir waren schon lange nicht mehr hier. Where it all began habe ich unlocked. Achievement. Interesting. Und er labert immer noch, ne? Die müssen ja wirklich alle durchgedreht sein hier. Ich verstehe schon warum. Na, leider sind die Gegner auch heftiger und du hast eine interessante Rüstung. Hast du eine schöne... Du hast keine schöne Waffe. Deine Rüstung ist das Interessanteste an dir. Dann nehme ich die Rüstung. Gib mir die Rüstung. Hört ihr übrigens mein Geklacke, Leute? Also nicht unbedingt die Leute im... Also ihr auf YouTube. JCBD-Teams... Sola? Ist ein Akku gefüllt, wird etwas Ausdauer wiederhergestellt, erhöht Ausdauerregeneration. Ja, das ist nett, aber es ist jetzt nicht wirklich toll. Es ist okay. Wenn man High Ausdauer braucht, aber ich meine, ich habe High Ausdauer, ich brauche nicht mehr unbedingt. Ich versuche mal dein Bein zu nehmen, mein Freund. Interessant, dass du kein Schild hast. Ich weiß nicht, ob ich den Helm schon habe, aber fangen wir mal mit der Rüstung hier an. Okay. 94 infizierten Gefangenen evakuiert. 94%. Hm. Ja, ich meine, sie hat uns ja rausgeholt. Hier, wirklich? Hier sind immer noch die Tutorial-Messages. Hätten wir die nicht mal ausstellen können? Ist ein bisschen late, ne? Ja, aber als wir das letzte Mal hier waren, konnten wir kaum die Waffe halten. Und jetzt? Jetzt sind wir hochgradiger, also hochgradig aufgerüsteter Panzer. Wir sind wirklich wahrlich ein Tank, ne? Aber hier war auch noch was von dem DLC von dem einen, der kam mit dem Season Pass. Nämlich mit den Gebrüdern Hänsel und Gretel oder was, wie das auch immer hieß. Ich bleib natürlich wieder hängen überall. Hier war Benjamin drin, meine ich. Ja, genau, hier mussten wir runter. Zellenblock B. Hm. Where it all began. Ja, hier sind wir runtergesprungen, genau. Hm. Ich habe keine Ahnung mehr, wo es hier lang ging, Leute. Das ist viel zu lange her. Das ist ein halbes Jahr her. Traurig, dass es schon wieder so lange ist. I know. Ich hätte auch gern früher weitergespielt oder mehr weitergespielt. Hallo? Zack. Der ist noch explodiert. Aber ich kam halt nicht dazu, wollte ich sagen. Medizinische Überwachung. Hier waren wir drin. Gibt's auch das Leben. Wer hat mir da wehgetan? Oh, du kleine Sau. Okay, weißt du was? Komm. Weil ich's kann. Auf gute alte Zeiten sich nochmal injizieren hier. Ja, genau. Das Vieh hat uns ja gerettet aufgrund von Athena, hieß sie, ne? Nicht Angela. Warum denke ich immer an Angela? Und hier sind wir aufgewacht. Umsehen, Kamera invitieren. Nice. Und nichts da. Hm. Hm. Hm, hm, hm. War aber echt ein cooler Anfang, also... Richtig, richtig nice. Man hat die ganze Zeit Angst gehabt, dass einen das Vieh frisst. Ich fand's toll. I don't know why. Das war einfach cool. Tot? Warum? Benjamin ist nicht tot. Benjamin lebt definitiv. Den haben wir gerettet. Genau, und hier ging's dann zum ersten Boss. Bei dem ich mich jetzt hoffentlich auch besser schlagen würde. Sagt er, dann springt noch so ein Vieh um die Ecke. Security Breach. Ja, das ist aber schon eine Weile her, der Security Breach, Freunde. Es wäre cool, wenn ich jetzt meinen Exo-Rig oder so aufrüsten könnte. Das wäre toll. Das würde mir gefallen. So wie im ersten Teil. Das war mega geil, dass man da dieses bessere Exo-Rig haben konnte. Wir können uns ein paar Level gönnen. Ja, ich meine, warum nicht, ne? Das eine Level ist eh gut, dann haben wir ein bisschen bessere Implantate. Meine Implantate kann ich nicht wirklich aufrüsten, weil ich einfach nicht die ordentlichen Sachen bekomme. Es ist so unsinnig, diese MK-Blödsinn bei den Implantaten. Es gibt nur die zwei, die ich aufrüsten kann. Und ich krieg eh nie die, die ich brauche. Ich kriege immer nur die, die voll alt sind. Ja, oder die hier kann ich noch aufrüsten, aber die sind alle sinnlos. Mega sinnlos. Omnizellen-Akku-Konverter.
Erlittenen Schaden in Gesundheit umwandelt, könnte nice sein, aber 20% ist nicht viel. Nicht genug, um dich zu retten. Injektion, die einen Akku verbraucht, um die Ausdauer zu erhöhen. Ja, nö. Die mithilfe eines Akkus alle Vergiftungen und Giftablagerungen entfernt und für lange Zeit die Verteidigung erhöht. Das könnte nice sein in bestimmten Situationen, aber an sich alles Blödsinn. Alles Blödsinn. Nichts davon ist wirklich sinnvoll. Nichts. Das ist so traurig. Die zwei würde ich gerne upgraden. Das sind die wichtigsten, die es gibt. Und ich kriege einfach nicht das Zeug dafür. Ups, ich sollte vielleicht noch skillen. Ja, ungerade. Und machen wir hier wieder gerade. Dann muss ich bei Akkueffizienz wieder anfangen. Herstellen ist auch Unsinn. Oh, wirklich? Das ist der Helm dazu? Das ist aber strange. Der passt überhaupt nicht zu dem Set. Das Angel-Brustmodul. Ja. Einen schönen so nice. Tag noch, Officer. Gerne. Ach ja, stimmt. Ihr erkennt mich ja als Officer, weil ich ja den... Hab ich so einen Chip implantiert oder sowas? Lebt hier noch einer? Hallo? Hier ging es ganz schön ab. Das letzte Mal, als wir da waren. Ich meine, ich gehe jetzt nur nostalgisch ein bisschen durch die Gegend. Ich weiß, der Part ist auch schon lange vorbei, aber... man kann ja ruhig nochmal den Anfang so ein bisschen Revue passieren lassen. Hier ging ganz schön ab. Jetzt ist niemand mehr da. Ich meine, es hieß 94% werden evakuiert, aber... Ich hatte gehofft, noch so einen... PD-Troller-Typen zu finden. Beweise zum Flug. Ja, auf dem wir waren. Ja, genau. Leute, wir machen hier mal einen Cut. Wir sehen uns dann wahrscheinlich im Bossraum wieder, wenn nichts mehr passiert. Ansonsten direkt in der Action, ne? Ja gut, ich gehe einfach den Gang hoch. Läuft. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.